Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf YouTube. Da sind wir wieder. Einen schönen guten Tag. Unboxing. Ich habe vor einiger Zeit schon mal angefangen damit, ein Unboxing aufzunehmen, beziehungsweise das Luchest Unboxing aufzunehmen von letztem Monat, also von Februar. Wir haben schon wieder März. Leck mich am Arsch. Wo ist eigentlich die Zeit schon wieder geblieben? Krass. Einfach nur krass. Und da gab es leider ein paar Probleme mit den Mikrofonen, nämlich das, also ganz kurz, ich erkläre das mal ganz kurz. Ich habe normalerweise in diesem Mikrofon, also in der Kamera habe ich normalerweise immer dieses, hier dieses Kabel, warte mal, ich zeige euch das mal, komm. Hier, dieses Kabel, Hilfe, so, hier, dieses Kabel habe ich da normalerweise immer drin. Ja, dieses Kabel, das ist ein Stromkabel direkt von Sony, das kann man so kaufen. Das ist quasi ein Dauerstrom-Akku oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es mit diesem Stecker die Möglichkeit, dass man den Akku nicht tauschen muss, während man aufnimmt. Was ganz praktisch ist, wenn man mehrere Videos aufnimmt, weil dann hast du nicht das Problem, dass der Akku irgendwann leer ist. Jetzt ist aber das Problem, wenn du so ein sehr empfindliches Mikrofon, so ein Kameramikrofon benutzt, wie ich es tue, dann hast du leider das Problem, dass das für Störgeräusche sorgt. Das ist sehr interessant, wie ich finde. Wusste ich selber nicht. Ja. Interessant. Aber das sorgt für so ein extrem unangenehmes Brummgeräusch. Das habt ihr vielleicht im Hintergrund ab und zu mal gehört, beziehungsweise ich habe das versucht so zu bearbeiten, dass es eben nicht ist, bis ich herausgefunden habe, dass es an diesem Kabel liegt. Naja, jetzt benutze ich Akkus und ich hoffe, dass es damit erledigt. Aber das Problem ist, das Luchest Unboxing wollte ich so nicht raushauen. Es hat sich einfach beschissen angehört, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, es einfach nochmal neu aufzunehmen und einfach zwei Boxen auszupacken. So, weil das eine habe ich ja jetzt schon gesehen. Ich weiß ja, was da drin ist. Ich möchte es aber trotzdem nicht vorenthalten, was in der Box im Februar drin war. Das ist aber nicht die von Februar. Das ist irgendeine. Ich weiß nicht welche. Ich habe so viele hier und weiß gar nicht, was da alles drin ist. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich habe den Überblick verloren, was von welchem Monat war. I don't know. Die Box von letztem Monat war aber eigentlich ziemlich cool gewesen. Deswegen wollte ich sie euch unbedingt zeigen. Da ist zum Beispiel Papier drin. Fantastisch, oder? Nee, natürlich nicht. Da ist das T-Shirt drin gewesen und das T-Shirt ist dieses hier. Das ist das T-Shirt, das da drin war. Viking! Ich habe damals im Video gesagt, wir können uns aussuchen, ob wir das jetzt zu Assassin's Creed oder ob wir das jetzt zu... Das ist ja der Karton im Weg. Kekwe. So. Wir können uns aussuchen, ob wir das jetzt zu Assassin's Creed stecken oder ob wir das zur Serie Vikings stecken. Ich glaube, es ist offiziell angelehnt an die Vikings-Serie, die man auf Netflix gucken kann. Ich finde aber, das passt auch sehr gut zur Netflix-Serie. Ich finde aber, das passt auch sehr gut zu Assassin's Creed, meiner Meinung nach. Ja, ne? Also T-Shirt drinne, T-Shirt wie immer cool. Ne? Ist natürlich ein Custom-Logo. Und nichts offiziell lizenziertes, aber das finde ich eigentlich bei diesen T-Shirts immer ziemlich cool. Cool wäre auch, wenn man endlich mal wieder abnimmt, dass man da auch mal wieder reinpasst. Weil Zelte können sie bei Luchest natürlich nicht verkaufen. So. So, dann hatten wir drin ein Back to the Future Time Machine von Hollywood Rides. Von der Firma, ich weiß gar nicht von welcher Firma das Ganze kommt. Kommt auf jeden Fall aus England. Ein Zurück in die Zukunft Modellauto. Ne, Na? Wie heißt der denn nochmal, verdammt nochmal? DeLorean, mein Gott. ein DeLorean ist da drin gewesen. Und dann haben wir noch... Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf, ne? Weil es ist eh keine Überraschung mehr. Wir haben eine League of Legends Figur, Champion Collection. Ja? Ich habe damals im Video gesagt, ich kann nicht viel leider mit League of Legends anfangen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sind da richtig drin. Die Figur ist ziemlich cool, muss ich sagen, aber... Ja, ich kann halt mit League of Legends nicht wirklich was anfangen, leider. Wie gesagt, ich weiß, dass es Leute gibt, die da voll drin sind und das total geil finden. Ist nicht so meine Welt. So, dann haben wir Refreshing Cherry Fragrance. Das ist geil, das werde ich mir ins Auto hängen. Und zwar einen Nuka-Cola... Haben wir da ein bisschen... Ah, jetzt glaube ich, ne? Jetzt. Ja, hier, Nuka-Cola Refreshing Cherry... Hingeschissen. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Fallout, ein Duftbäumchen, der natürlich nach Cherry riecht, ist klar, also nach Kirsche. Kirsche. So, und dann haben wir noch, warte, ich mach die einfach mal raus hier. So, dann haben wir noch,
Baby Yoda, eine Anstecknadel, beziehungsweise ein Pin. Ne? Wisst ihr Bescheid? Mandalorian. Ich habe gerade mit Mandalorian angefangen, mit der Serie. Und Baby Yoda ist ja sowas von cute, ne? Meine Güte, was für ein süßes Frätzchen. Ich habe bei so Serien immer Angst, dass dann irgendwie diesem Charakter was passiert. Aber ich habe die Hoffnung, dass sie das nicht tun. Ich bin aber auch erst bei Folge 6 in der ersten Staffel. Also auch bitte nicht spoilern, ne? Ganz wichtig. Baby Yoda, das ist cool. Das gefällt mir. Dann haben wir eine Karte drinne, eine solche, ne? Eine Postkarte, kann man theoretisch den Namen draufschreiben, kann das verschicken und das Loot-Heftchen. Jawohl, wo nochmal alle Preise drin sind. Das Plus-Item war die League of Legends-Figur und ansonsten habe ich damals auch, glaube ich, schon gesagt, sehr übersichtliche Box. Eine sehr übersichtliche Box, was ich aber geil fand, wir haben im dritten Quartal eine Witcher, Ultimate Loot Chest, die würde ich mir gerne kaufen. Und im zweiten Quartal gibt es eine Zelda Ultimate Loot Chest. Das sind solche großen Boxen, die nur ein Thema haben, aber wo richtig geile Sachen drin sind. Und ich hätte gerne die von Zelda und die von Witcher. Weil Zelda und Witcher, Alter, was? Zelda und Witcher, hallo? Hallo? So, jetzt packe ich den ganzen Schinken mal ein. So. Wie gesagt, ist eine coole Box. Ja. Also es gab sicherlich schon Boxen, wo weitaus mehr Stuff drin war, aber es gab auch sicherlich schon Boxen, wo weitaus weniger Stuff drin war. Diese hier, ich weiß nicht von wann die ist, das kann ich euch gleich sagen, wenn ich sie aufgemacht habe. Diese Box ist sehr schwer. Ich habe keine Ahnung, ich muss aufpassen, dass meine Adresse drauf. Ich hoffe, die sieht man nicht, wenn ich die jetzt so vielleicht aufmache. Ich lese mal zurück. So. Dann mache ich die einfach mal so auf und guck mal, ob ich das hier so hinhängen kann. Jo, das klappt ganz gut, glaube ich. Das kriege ich leider nicht weg. Stört euch da drin nicht. Auch hier wieder natürlich ein T-Shirt drin. Das machen wir mal zuerst auf. Dann gucken wir mal rein. Plöm, plöm. So, und schauen wir mal. Von wann ist die Box, dass ich euch das direkt mal sagen kann? Warte mal, ich würde das gerne mal vorher wissen. Das ist die Loot Chest von Januar, wäre natürlich perfekt. Es ist die Dezember Loot Chest. Na gut. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe hier noch ein paar stehen. Die sind teilweise von letztes Jahr noch, aber ob ihr Interesse habt, dass wir die auch auspacken. Ne? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob da Interesse bestünde. So. Tacos for everybody. Mit einem Deadpool-T-Shirt machst du halt nichts falsch. Ohne Scheiß, mit einem Deadpool-T-Shirt kannst du nichts falsch machen. Und natürlich noch ein Deadpool-Weihnachtsmotiv. Richtig geil. Richtig geil, feiere ich hart. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Cooles T-Shirt. Cooles T-Shirt. Richtig nice. Dann haben wir eine Marvel-Mütze. Bitte sehr. So sieht der Gerät aus. Marvel-Mütze in Rot mit Marvel drauf. Ist geil. Ist richtig... Boah, die ist aber eng. Die ist aber ziemlich eng. So, haben wir noch ein Thumbnail. Sehr gut. Wie gesagt, Marvel-Mütze. Ja, die ist aber... Oh, die ist wirklich sehr eng. Habe ich so einen fetten Kopf oder ist das Ding einfach... Ist das Ding einfach super eng. Boah, da drückt einen ja die Gehirnmasse zusammen. Wenn welche vorhanden wäre. Ich zieh die wieder aus. Die ist saueng. Aber cool. Sieht cool aus. Dann haben wir was von Harry Potter. Contact the Ministry. Ein Puzzle. Oh, ein 50-Pieces Puzzle vom Hogwarts Express. Es spiegelt leider ein bisschen, es tut mir leid, es ist dieses Hell draußen. Widerlich. Ekelhaft, wenn es hell ist draußen. Ja, aber auf jeden Fall ein kleines Puzzle zu Harry Potter, zum Hogwarts Express. Das ist cool. Das ist cool. Ich muss persönlich sagen, ich bin mehr der Steine-Fan, also mehr der Blue Bricks oder Lego-Fan. Ein Puzzle. Ja. Kann man machen. Muss aber nicht sein. So, dann haben wir wieder was von Star Wars Mandalorian, wie in der anderen Box auch gerade. Und zwar, was ist das? Das ist ein... Ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist auf jeden Fall ein... Oh, ein Make-up-Bag. Da kann man ein Make-up reintun. Oh, da freut sich Alina bestimmt. Mit Baby Yoda drauf. Ich pack's jetzt mal nicht aus. Bitte sehr. Mandalorian, natürlich Baby Yoda vorne drauf. Baby Yoda, weißt du, es ist eigentlich eine Serie, wo es auch
um den Kopfgeldjäger geht, ja. Und halt, du siehst halt immer hauptsächlich Sachen mit Baby Yoda drauf, weil halt einfach bei Mandalorian, wenn jemand an Mandalorian denkt, dann denkt er sofort an Baby Yoda. Das ist irgendwie, ist schon lustig. Aber ist auch cool. So, dann haben wir World of Warcraft Shadowlands. Grimore der Schattenlande von Sean Couplet und Steve Danusa. Oder Danusa, ich weiß es nicht. Danusa. Ein Buch. Ich mach's mal auf. Dieses elendige Spiegel, das kann sich ja keiner geben. Boah, ich würde so gerne mal wieder World of Warcraft spielen, ne? Leck mich am Arsch. Hätte ich mal wieder Bock auf WoW, aber ich weiß, wenn ich mit WoW anfange, dann ist alles andere um mich herum. Es gibt dann kein Leben mehr. Vor allem kommt jetzt auch bald Diablo 4 raus. Das geht halt nicht. So, was ist das? In diesem einmaligen Kompendium erwartet euch der Tod. Was liegt jenseits der Schleier des Todes? Verlasst die Gefilde der Sterblichen und ergründet die Geheimnisse der Schattenlande. Studiert die Rituale und Traditionen des Todes in Azeroth, ehe einer Mittlerin durch die Haine von Ardenwald zu den schimmernden Türmen von Bastion und hinab in die Tiefen des Schunds folgt. World of Warcraft. Grimore der Schattenlande. Jawohl. Ja, ist ein Buch halt, ne? Ist ein Buch und da sind auch ein paar schöne Zeichnungen drin. Geil. Ardenwald zum Beispiel. Ich will es nicht zu weit aufknicken. Das ist so ein Band da, wo du Angst hast, das aufzuknicken. Aber so sieht's aus. Ne? Sieht hübsch aus. Sind ein paar coole Zeichnungen drin. Das kann man schon machen. Ich mag solche Bücher immer. Das ist immer cool. So, dann haben wir noch Merry Christmas mit einem Evoli vorne drauf. Auch wieder so eine Karte. Ne? So eine zum Verschicken Karte. Postkarte nennt man sowas heutzutage, genau. Und dein WoW ist unsere Quest. Neugierig geworden. Ach, ein Rabattcode. Ich weiß aber nicht, wie lange der noch gültig ist. Lootlove 25, 25% Rabatt im Loot Store. Ihr könnt ja mal gucken, ob der noch gültig ist, dann könnt ihr euch irgendwas bestellen. I don't know. So, dann gucken wir noch schnell, bevor die Aufnahme gleich abbricht. Das WoW-Buch ist Special Item, also Plus Item in diesem Monat. Und ansonsten haben wir das T-Shirt, ja, 20 Euro, die Mütze 15 Euro, krass. Dann das Zip-Bag kostet 8 Euro, ja, sind wir schon bei unserem Preis. Kannst du gar nichts sagen. Wobei, es sind 3 Items, ne? Ne, 4 Items, das kostet auch nochmal 5 Euro. Wir kratzen immer so ein bisschen, also die letzten Boxen, die ich aufgemacht habe bei Loot Chest, kratzt man immer so ein bisschen an der knappen Schwinge für zu dem Preis. Ist schon, naja. Ich verlinke euch unten die Loot Chest natürlich. Wenn ihr Bock auf so ein Ding habt, könnt ihr euch natürlich eine bestellen. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich die anderen Boxen hier auch noch auspacken soll. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, seid ihr auch beim nächsten Unboxing wieder mit dabei. Da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Könnt ihr euch drauf freuen. Macht's gut. Dankeschön fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und haut rein.